Ja, und damit willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Yokai News und zu einer weiteren Ausgabe von News Spekulatius. Was soll ich euch erzählen? Wo soll ich anfangen? Fangen wir am besten damit an, dass ich vor einigen Tagen einen Kommentar bekommen habe vom guten Phoenix Wright, der genau das hier zu mir geschrieben hat. Und ich dachte mir nur so, jetzt reiß dich zusammen, Mann! Das kann doch gar nicht wahr sein! Aber es ist scheinbar wahr. Brudingus, ihr habt den Titel gelesen und diesen Kommentar und was soll ich sagen? Dieses Magazin hier, diese letzte Ausgabe des Yokai Magazins beweist, dass Yokai Watch Staffel 3 nach Deutschland kommt. Ich will gar nicht so viel rumlabern, wir machen direkt mal das Magazin auf und ich denke mal, ich werde euch hier und da einige Screenshots einfügen. Sofern ihr all das, was in diesem Magazin drin steht, selber lesen wollt, rate ich euch, dieses Magazin zu kaufen. Nicht zuletzt wegen diesem ultra geilen Poster, welches auch schon Yokai Watch 3 oder auch Yokai Watch Staffel 3 ankündigt. Zu Yokai Watch 3 kommen wir gleich. Und nicht nur dieses Poster ist in diesem Magazin enthalten, sondern auch ein Magazin mit, ich glaube, der Yokai Watch Modell Yu oder auch mit Erika, der, ja, man kann schon fast sagen, Protagonistin von Yokai Watch Staffel 3 und auch von Yokai Watch 3, eine Mitprotagonistin. Und ja, was soll ich sagen, Bruce, dieses letzte Magazin kann einfach alles an sich beweisen, was ich in den letzten Wochen und Monaten zu euch gesagt habe, und zwar, dass Yokai Watch 3 kommen könnte oder auch kommen kann, denn ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass Yokai Watch in der dritten Staffel, also in genau diesem Geschehnis, Amerika, Usapion, Erika und so weiter und so fort, Yokai Watch Yu, ich hätte nicht gedacht, dass das hier alles auch im Anime und so weiter und so fort nach Deutschland kommt. Und darum geht es heute auch hier. Denn auf der 33. Seite dieses Magazins wird Folgendes geschrieben. Immer wieder erreichen uns Fragen nach der dritten Staffel von Yokai Watch. Wir sagen dir, wie es weitergeht. Jetzt denkt ihr euch so, was soll das? Jibanyan, wo ist die zweite Staffel von Yokai Watch? Problem an der zweiten Staffel ist, die kam nie nach Deutschland. Die wurde aber, so wie es hier aussieht, übersprungen. Das heißt, man hat quasi in Yokai Watch, was den Anime angeht, die ersten Folgen auf Deutsch produziert. Die wurden ja erstmal auf Nickelodeon ausgestrahlt und dann zu Yokai Watch 2 Zeiten, als eigentlich ja auch die zweite Staffel des Animes kommen sollte, kam nichts. Und wisst ihr, worauf ich jetzt hinaus möchte? Passen Sie auf. Yokai Watch 1, also das Spiel, kam 2016 in den Handel und auf den Markt für den 3DS. Die erste Staffel vom Yokai Watch Anime kam meines Wissens nach auch auf dem deutschen Markt 2016 raus und 2017 hätte eigentlich die zweite Staffel kommen sollen, die kam aber nicht. Und jetzt, 2 Jahre später, bekommen wir dann, nachdem wir die zweite Staffel geskippt haben. Ich weiß selber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß selber nicht, was in der zweiten Staffel vorkommt. Ob das Geschehnis aus Yokai Watch 2 erzählt wird mit Petzlingen und Frau Vergelt, Frau Fatal und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht, aber Staffel 3 wird nicht von Petzlingen oder von den Geschehnissen von Yokai Watch 2 handeln, sondern von den Geschehnissen aus Yokai Watch 3. Denn hier wird nämlich einiges angeteased, und zwar wird erstmal Usapion beschrieben. Und hier steht es, er ist ein schummriger Yokai. Usapion war ein Versuchskaninchen auf einer Raumstation unter der Leitung von Doc Brown. Bei einem Unfall kam der süße kleine Kerl ums Leben und wurde zum Yokai. Nun versucht er, Doc Brown wiederzufinden und mit ihm zusammen eine Rakete zu bauen. Rakete bauen? Rakete bauen? Ja, ihr habt gerade eben das Poster gesehen, nicht wahr? Wo ist es? Da. Also entweder ist das hier Doc Brown oder es ist Whisper in Schwanger. Jawohl. Jedenfalls wird hier Usapion beschrieben. Die neue Protagonistin Erika wird auch beschrieben. So heißt es hier aus dem Magazin. Ja, alle kaufen. Ich kann euch generell raten. Brudingus, das hier ist wirklich die letzte Ausgabe. Also, ich sag mal, zu einem besseren Zeitpunkt hätte man Yokai Watch Staffel 3 und vielleicht sogar auch Yokai Watch 3 nicht ankündigen können. Der Zeitpunkt war perfekt, denn stellt euch mal vor,
Ausgabe 10 dieses Magazins wäre das letzte gewesen und man hätte hier nicht auf Yo-Kai Watch Staffel 3 verwiesen, dann wäre es klar gewesen, dass Yo-Kai Watch Staffel 3 und womöglich auch Yo-Kai Watch 3 nicht nach Deutschland kommt. Aber wisst ihr, bevor ich jetzt meine ganzen Euphorien hier schüre, reiß ich mich mal zusammen, Mann! Und ich erkläre euch was zu Erika. Erika Denecke oder Denecke. Erika liebt alles, was mit dem Weltall zu tun hat. Sie hat eine riesige Sammlung an Weltraumsachen und ist ein großer Anime-Fan. Ihr bester Freund ist Usapion, der sie überredet, eine Space Watch zu kaufen. In Wahrheit handelt es sich dabei um eine Yo-Kai Watch Modell U, mit der die beiden viele Abenteuer erleben. Außerdem wird hier im Magazin nochmal ganz kurz Yo-Kai Watch Modell Nudel erklärt. Ich habe Bock auf Nudeln, ich glaube, ich koche mir gleich welche. Yo-Kai Watch Modell U wird hier erklärt. Das Modell U ist ein Prototyp für eine verbesserte Version der Yo-Kai Watch. Sie kommt in 5 verschiedenen Farben und kann nicht nur alle bisherigen Yo-Kai Medaillen lesen, sondern auch die großen legendärer Yo-Kai beschwören. Und das werden wahrscheinlich die Enma Yo-Kai sein, wie ich das im Hinterkopf habe. Ja? So. Ansonsten, um nochmal hier das letzte vorzulesen, was uns erwarten könnte in diesem Jahr im Fernsehen. Und ich würde euch echt raten, Brudingos, alle Yo-Kai Watch Fans unter euch, hype den Scheiß hoch, like dieses Video, wenn es euch gefällt und wenn ihr wollt, dass dieses Video hier auch, ja, ich will nicht sagen viraler geht, aber wisst ihr, dieses Magazin hier ist völlig, ich sag mal, unterqualifiziert oder es ist nicht so bekannt, will ich damit sagen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie oft sich dieses Magazin hier pro Ausgabe verkauft, wie viele Ausgaben hier gedruckt werden. Ich weiß es nicht, ob man jetzt auch das Magazin eingestellt hat, weil es sich nicht so gut verkauft hat. Ich habe auch keine Ahnung, es kann sein, so ein Ende bei Ausgabe 11 im April 2018. Ich weiß nicht, das klingt für mich nach, hey, es hat sich nicht gut verkauft, aber wir machen trotzdem noch mal ein bisschen Ankündigung für Yo-Kai Watch Staffel 3. Also, ob es jetzt an den Verkaufszahlen lag, ich weiß es nicht. Ich habe heute beim Zeitschriftenhandel meines Vertrauens angerufen und mir wurde gesagt, das hier ist das letzte Magazin, was sie noch haben. Dementsprechend glaube ich, dass sich das eigentlich in meiner Stadt, wo ich wohne, nicht so scheiße verkauft. Vielleicht gibt es aber auch nur irgendwie ein Magazin pro Handel. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, kauft das Magazin, wenn ihr nochmal hier die Poster haben wollt, wenn ihr das nochmal hier unterstützen wollt, ein allerletztes Mal. Geht in den Zeitschriftenladen eures Vertrauens, support das hier, fragt nach dem Magazin oder bestellt es euch im Internet bei, ich glaube, Panini, da müsstet ihr es auch herbekommen. Also, hype den Scheiß hier hoch, würde ich damit sagen. So, jetzt aber mal zum Thema. Es wird spacig. Die Yo-Kai erobern das Weltall in der 3. Staffel. Kommen 2 neue Hauptfiguren dazu, Erika Denecke und ihr Yo-Kai-Freund Usapion. Der kleine Kerl ist ein waschechter Astronaut, der von Abenteuern im All träumt. Aber natürlich erleben auch Nathan, Whisper und Shibanyan viele aufregende Abenteuer, wenn sie auf ganz neue Yo-Kai treffen. Eine große Hilfe ist dabei ein Upgrade für Nathans Yo-Kai-Watch. Sie kann nun als coole neue Yo-Kai-Watch-Modell U auch große legendäre Yo-Kai beschwören. Jetzt hätte ich hier die ganze Seite gelesen und ja, ich freue mich darauf, dass man das hier angekündigt hat mit der 3. Staffel und dass sie halt auch bald nach Deutschland kommt. Aber ich bin ein bisschen traurig darüber, dass man nicht geschrieben hat, wann sie kommt. Ja, das finde ich gerade ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt. Wenn ihr übrigens wollt, dass ich dieses Magazin so ein bisschen auseinandernehme und ein bisschen vorlese, dann könnt ihr es auch mal in die Kommentare schreiben. Also, ich habe es mir jetzt eigentlich nur wegen dieser News gekauft, um sie euch zu zeigen. Ich hätte auch ein paar Screenshots aus dem Internet nutzen können, aber ich wollte echten Journalismus unterstützen. Und ich denke, das habe ich hier doch mit 3,90 Euro getan. Aber ja, ich meine, jetzt gerade, wo es das letzte Magazin ist, man hätte ja doch ruhig noch ankündigen können, wann diese 3. Staffel letztendlich in Deutschland erscheint. Ob sie auch ins Fernsehen kommt, ob sie nur on demand im Internet sein wird oder ich weiß es nicht. Ja. All das wird hier nicht beschrieben. Ich denke mal, da werden wir zeitnah noch vielleicht ein bisschen mehr erfahren. Dann von Nintendo,
auf Twitter oder so. Aber ja, das ist so alles, was ich zu sagen habe zur dritten Staffel von Yo-Kai Watch. Ich freue mich drauf, ich werde sie sehr gerne schauen und bin mal gespannt, ob die dritte Staffel des Animes vielleicht auch nochmal irgendwie die Verkaufszahlen der einzelnen Spieler ankurbeln kann. Ne? Also man hat es ja auch gemerkt irgendwie mit der ersten Staffel des Animes von Yo-Kai Watch, dass auch die Klickzahlen der Let's Plays zu Yo-Kai Watch auf YouTube in die Höhe geschossen sind, weil Leute halt nach Gameplay zum Spiel gesucht haben und sie wurden halt fündig. Und das blieb leider in Yo-Kai Watch 2 aus, als Staffel 2 nicht nach Deutschland kam. Da hat man quasi schon die Leute auf YouTube bedient, die Yo-Kai Watch sowieso kennen und die sich damit auskennen. Und ich will damit sagen, so eine Fernsehstaffel oder so eine Fernsehserie zu einem Anime zum Beispiel oder eine weitere Staffel kurbelt womöglich die Verkaufszahlen des Animes an oder der Spielemarke Yo-Kai Watch. Die Popularität steigt an und man pusht einiges. Man pusht das Merchandising, das Spielzeug, man pusht die generellen Spiele, man pusht generell alles zu diesem Franchise. Man deckt auch alles ab, wenn man in der Anime-Serie so ein bisschen Promotion macht und wenn man diese Serie auch ins Fernsehen bringt. Hat mir in Staffel 2 leider gefehlt. Ich finde es auch schade, dass Staffel 2 nicht nach Deutschland kommt, ehrlich gesagt. Aber gut, wenn sie jetzt mit Staffel 3 wirklich weitermachen, wäre ich echt zufrieden. Frage ist halt nur, werden sie es halt echt machen? Oder ist es hier so eine leere Ankündigung? So, es kann natürlich sein, so dass das offizielle Yo-Kai Watch Magazin jetzt sagt, ja, Staffel 3 wird kommen, wir verraten dir, wie es weitergeht, aber wir verraten dir nicht, wann es weitergeht, ob es weitergeht. Na, natürlich kann man sagen, ja, wir verraten dir, wie die Serie in der dritten Staffel weitergeht, aber wir sagen dir nicht, wann es weitergeht und ob es weitergeht, weil wir halt noch nicht wissen, wie es aussieht. Ne? Also hier drin ist nicht bestätigt worden, ob die Serie schon lokalisiert ist, ob sie einen festen Release-Date hat und ob sie überhaupt kommt. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber mal ganz kurz einen Schluck Wasser trinken. Ah, man weiß halt nicht, ob die Serie jetzt wirklich nach Deutschland kommt. Wir müssen vertrauen darauf, was hier im Magazin drinsteht und ich persönlich hoffe es. Aber gut, was heißt das denn jetzt für Yo-Kai Watch 3? Naja, ich sag mal so, wenn die Serie wirklich nach Deutschland kommen könnte und nehmen wir diesen hypothetischen Fall mal an, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch dementsprechend sehr hoch, dass wenn man schon die Fernsehserie lokalisiert hat, dass dann auch natürlich Yo-Kai Watch 3 nach Deutschland kommt. Also ich sag mal so, meine ganzen Theorien der letzten Wochen und Monate, ihr wisst, in meinem Video von wegen, warum Yo-Kai Watch 3 kommt, habe ich ja einen Screenshot gezeigt von der Convention in London. Ich weiß deren Namen nicht mehr. Und da war ja auch so ein Stand von einem Publisher oder von einem Manga-Publisher, glaube ich, oder Anime-Publisher, der gesagt hat, dass 2018 Staffel 3 kommt. Und zwar wurde im Oktober letzten Jahres in London das BLE, also das Brand Licensing Europe Event, veranstaltet. Auf diesem Event werben verschiedene Firmen für ihre Marken, wie zum Beispiel Hasbro, Warner Bros. Oder auch VIZ Media Europe, die sich unter anderem um Manga Publishing kümmert. Und dort auf der BLE hatte auch diese Firma ihren eigenen Promotion-Stand, in welchem sie unter anderem für Yo-Kai Watch geworben hat. Auf dem Bild erkennt man, dass sie Staffel 3 für 2018 ankündigen. Letztendlich will ich damit nur sagen, dass meine Hypothesen aus den letzten Wochen und Monaten hierdurch nur bestärkt werden. Ich habe euch gesagt, hey, es kann sein, dass in diesem Jahr Yo-Kai Watch 3 kommt. Alleine wegen dieser Convention im letzten Jahr, im Oktober, wo Staffel 3 des Animes quasi schon auf dem Silbertablett serviert worden ist. Schon allein durch das Argument, dass der englischsprachige Yo-Kai Watch Account Usapion angeteased hat, was halt auch schon wieder so ein Beweis dafür sein könnte, dass Staffel 3 des Animes kommt oder Yo-Kai Watch 3. Und wie wir gesehen haben, wenn jetzt schon auf Deutsch Usapion hier offiziell gezeigt wird und wo er schon beschrieben wird, jetzt gerade, wo die ganzen Charaktere, die in Staffel 3 und die in Yo-Kai Watch 3 vorkommen sollen, schon beschrieben werden, da liegt es auf der Hand, dass Yo-Kai Watch 3 und das Yo-Kai Watch Staffel 3 in diesem Jahr nach Deutschland kommen. Wann es passiert, weiß ich nicht. Wir haben ein kleines Problem bei der ganzen Geschichte und zwar, dass auf der E3 keine 3DS-Spiele von Nintendo gezeigt werden, sondern nur Switch-Spiele.
Ne? Finde ich sehr schade. Also jedenfalls hat Nintendo das genauso angekündigt, dass sie halt zur E3 die neuesten Switch-Spiele ankündigen wollen. Da stand aber nicht drin, dass sie auch 3DS-Spiele ankündigen wollen. Was heißen wird, dass sie den 3DS-Bereich von Nintendo entweder gar nicht zeigen werden oder halt nur im Treehouse-Event oder halt irgendwie vielleicht im nächsten Monat in einer kleinen Direct, in einer 3DS-Direct oder sowas oder was weiß ich. Irgendwann später, nach der E3 oder auch einfach nur so auf Twitter, in den Social Medias wird es dann einfach nur rausgehauen, ich weiß es nicht. Vielleicht kündigt man aber auch erst den Anime für die dritte Staffel an, setzt ein Release-Date und dann setzt man dann auch ein Release-Date für das Spiel. Vielleicht bringt man aber auch erst das Spiel raus und dann den Anime. Aber ich kann es mir andersrum vorstellen, dass man erstmal den Anime rausbringt, um somit wieder die Marke aufleben zu lassen, sie wieder ins Gedächtnis der Zuschauer oder auch der potenziellen Kunden zu rufen. Und dann, wenn man die quasi gecatcht hat, bringt man dann das Spiel raus. Oder die Spiele, Sushi und Tempura. Das ist so meine Meinung dazu. Ja, also, ob wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten mit einer Ankündigung zu Yo-Kai Watch 3 Sushi und Tempura rechnen können, ich weiß es nicht. Ich wünsche es mir, aber ich bin, was das angeht, sehr, sehr wenig optimistisch, denn, naja, auf der E3, die jetzt auch schon im nächsten Monat stattfindet, wird leider kein 3DS-Spiel gezeigt und somit auch kein potenzielles Yo-Kai Watch 3. Vielleicht gibt es aber auch im Mai, im Juni eine 3DS Direct. Das werden wir rausfinden. Alles klar. Eure Meinung zu der ganzen Geschichte in die Kommentare. Glaubt ihr durch die Ankündigung des Animes hier in diesem Magazin wird auch Yo-Kai Watch 3 angekündigt oder wird es nur beim Anime bleiben? Wird der Anime eurer Meinung nach überhaupt kommen oder ist das hier einfach nur eine leere Ankündigung für nichts? Denn wie gesagt, das hier ist das letzte Magazin. Komischerweise kann man hier aber noch etwas gewinnen, und zwar eins von zwei Yo-Kai Watch Fanpaketen. Also wenn ihr wirklich noch was gewinnen wollt, was abstauben wollt, bevor es zu spät ist, kauft euch das Magazin, nehmt am Gewinnspiel teil und ja, dann seid ihr womöglich unter den letzten Gewinnern. Also ich kann euch wirklich raten, kauft euch das Magazin, wenn ihr ein Yo-Kai Watch 3 Poster haben wollt, wenn ihr an einem Yo-Kai Watch Gewinnspiel teilnehmen wollt und wenn ihr nochmal selber nachlesen wollt, was hier auf Seite 33 steht. Alles klar. Dann hätte ich, glaube ich, mehr als genug rumlaberisiert. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von Yo-Kai Watch sehen. Und ansonsten, bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein und ciao. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ich dieses Magazin vielleicht noch mal ein bisschen für euch vorlesen soll oder ob ich euch diese Waffe hier etwas genauer vorstellen soll. Diese Pistole. Ja, eine Pistole. Cool. Schön. Ja. Ja. Ja, moin. Brudingus. Ja. Ganz kurzer Nachtrag zum Video. Und zwar geht es mir nämlich um die Manga-Bände von Yo-Kai Watch. Und zwar die deutschsprachigen Manga-Bände. Ich habe gerade eben mal nachgeschaut gehabt. Am 3. Mai erscheint Band 10 des Mangas von Yo-Kai Watch. Und wisst ihr, welches Thema in Band 10 besprochen wird? Ich würde mal sagen, Yo-Kai Watch Staffel 3. So weit, so gut. Denn auf dem Cover, ich glaube, ich blende das hier mal ein, ist nämlich Erika zu sehen, Usapion ist zu sehen, ich glaube sogar die Yo-Kai Watch Modell Yu ist zu sehen. Und wenn das jetzt mal kein Hinweis darauf ist oder kein weiterer Hinweis darauf ist, dass Yo-Kai Watch Staffel 3 und Yo-Kai Watch 3 nach Deutschland kommt, dann weiß ich auch nicht, denn ich habe es schon mal hier und da in ein oder anderen Video gesagt. Was die Mangas angeht, ist Deutschland den anderen Ländern, Amerika oder auch anderen Ländern, meilenweit voraus. Das heißt, wenn bei uns Band 10 erscheint, ergo die Yo-Kai Watch Staffel 3 Thematik, ist Amerika, glaube ich, gerade mal bei Band 8 oder 9. So, das ganz kurz am Rande bemerkt. Ja, also, ich kann es nur mal sagen, ja, es ist quasi schon so gut wie bestätigt, dass Yo-Kai Watch Staffel 3 und Yo-Kai Watch 3 kommt, denn der Manga wurde schon so weit übersetzt, dass die Story
zu Yo-Kai Watch Staffel 3 und zu Yo-Kai Watch 3 schon auf Deutsch ist. Man muss sie halt quasi nur noch irgendwie in die TV-Serie, in die Anime-Serie bringen, was man scheinbar tut, denn laut des Magazins wird ja Yo-Kai Watch Staffel 3 dieses Jahr kommen, ergo. Und erstens, der Manga ist im deutschsprachigen Raum schon so weit, dass Yo-Kai Watch Staffel 3 lokalisiert ist. Und hier, das Magazin, Anime kommt. Ja. Diese Punkte bringen mich zur Schlussfolgerung, dass Yo-Kai Watch Staffel 3 und Yo-Kai Watch 3 dieses Jahr nach Deutschland kommt. Das ganz kurz am Rande. Hauen Sie rein und bye!